Da geht es auch schon weiter bei The Witcher 2. Auf dem Weg zu Triss. Doch wo ist sie? Chin Lok Muin. Was passiert als nächstes? Oh Gott. Hast du wirklich geglaubt, du könntest hier so einfach reinspazieren? Mach den Kaiser stolz! Tötet den Kerl! Wir kriegen Besuch, Freunde. Den schnapp ich mir als erstes hier. Stirb! Du Dreckiger! Und jetzt kommt der nächste Nilfgaard-Soldat. Ach du Scheiße. Die Reihen der kaiserlichen Armee sind endlos. Kommt her. Ich freue mich auf euch. Jetzt geht's auf die Nase. Der Onkel Melek freut sich. Oder soll ich sagen, Geralt von Riva? Auf Nilfgaard! Bist ja ein störrisches Vieh, Nordling. Verbrenne. Pack ab. Retier, du Hund. Stier. Alter Falter, unsere Skelungen sind stark. So, und jetzt müssen wir wohl hier hoch. Habe ich das dumpfe Gefühl? Oder? Hinauf. Beeilung. Wo ist Triss? Gratuliere, Hexer. Das waren meine besten Leute. Und? Hättest bessere nehmen sollen, aber wir wollen Triss. Und das radikal. Rück Triss heraus, wenn du dich nicht dazulegen willst. Du erstaunst mich. Wie kann man sein Leben für eine Hexe vergeuden? Nur für eine Hexe? Wir sind mehr als Freunde und davon hat er natürlich keine Ahnung, das werde ich auch sagen. Sagen wir, wir stehen uns nahe. Natürlich. Du liebst sie. Darum riskierst du so viel. Aber du weißt nicht alles über sie. Wovon redest du? Deine Freundin und die anderen Hexen haben sich gegen eure Herrscher verschworen. Als ob, unmöglich. Gelogen. Das glaubst du nicht? Triss stand treu zur Krone. Du Armleuchter. Tja, Brüste können einem wirklich den Verstand rauben. Ich bin nicht überzeugt. Das ist unwichtig. Meine Leute haben unterdessen Verstärkung geholt. Vielleicht kämpfe ich dann endlich gegen Männer. Zeit, dir die wahre Macht des Kaiserreichs zu zeigen. Umzingeln! Versucht es doch mal. Es lebe der Kaiser! Okay. Wir kriegen Besuch wieder. Ach du Scheiße, toxischer Angriff. Fuck. Das ist nicht gut. Okay. Stopp mal. Nicht so schnell. Fuck. Toxische Angriffe hier. Der Magier, das ist ein Problem. Oh mein Gott. Ja, das ist ein Problem. Der Magier ist ein Problem. Okay. Einen Moment, jetzt noch nicht. Shit, wir verbrennen. Oh Gott. Ihr seid eine Schande für das Kaiserreich. Oh mein Gott. Ja, das war zu viel Damage. Ich habe den Zauber einfach vernachlässigt und deswegen bin ich gestorben. Das war ein bisschen unglücklich. Deswegen werden wir es auf jeden Fall nochmal machen. Das war überhaupt nicht schlau, was ich gerade getan habe. Aber wir wissen ja, dieser Zauberer macht am meisten Damage. Der ist ein bisschen sehr effektiv gegen mich. Aber der Rest ging eigentlich, oder? Und das hier oben gleich werde ich direkt skippen. Weil das haben wir jetzt gerade schon gesehen. Ich will Triss. Rück. Du. Wurf. Deine. Tritt. Ich. Für Zeit. Umzingeln! Okay. Auf Nilfgaard! Alter Falter, wie viel Damage die schon direkt machen, oder? Okay, da ist er. Autsch. Nix da. Stier. Oh Gott. Wie viel Damage machen die denn bitte? Oh Gott. Ich muss mich verschanzen hier. Verbrenne. Shit. Gott. Oh Gott. Ich muss ausweichen. Ausweichen. Geht nicht anders. Er kriegt mich nicht. Das ist gut. Abwarten. Und dann ist der Nächste da.
Ihr seid eine Schande für das Kaiserreich! Schildträger, nach vorn! Scheiße! Jetzt haben nur noch die gefehlt. Stirbt alle! Verbrennt. Gott. Och nein, das gibt es nicht. Dieser Zauberer, der ist unglaublich stark. Gut, alle guten Dinge sind drei, oder? Das zweite Mal schaffen wir es vielleicht. Diesen Zauberer muss ich endgültig platt machen. Eventuell mich irgendwo verschanzen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich glaube, das könnte vielleicht klappen. Vielleicht aber nur. Bin mir nicht sicher. Ich muss es versuchen, aber ich habe noch eine andere gute Idee. Ich werde auf jeden Fall meinen Trank trinken. Wir haben ja noch genügend eigentlich. Katze. Nee, das war die Schwalbe, werde ich trinken. Das sollte mir auf jeden Fall helfen. Hoffe ich. Sicher ist sicher. 10 Minuten ungefähr hält das gute Stück. Der gute Trank. Der Feigling. Dasselbe Prozedere dann nochmal. Du. Wofür? Da. Na schön. Umzingeln! Und ich werde mich irgendwo verschanzen, wenn es geht. Ach du Scheiße, wir haben wieder so viel Damage erlitten. Das ist kacke einfach. Scheiße. Fuck, der macht so viel Damage. Shit, ich warte hier. Stirb. Stirb, du blöder Zauberer. Yes, er ist tot. Er ist tot. Okay, der Zauberer ist tot. Meine Güte, war das gut. Eine Spezialattacke. Verrecke. Jetzt kommt der Oberchef, glaube ich. Stirb! Du Diener eines Missgeburten. Ich habe den Kaiser enttäuscht. Selbstverständlich. Nimm... Was steht da? Oh mein Gott. Okay, nehmen wir uns einfach alles hier mal mit. Okay, dann natürlich noch die Rüstung anziehen. Da haben wir gerade eine Rüstung. Rüstung aus Vicovaro. Oh, die hat viel mehr Verteidigung. Dann haben wir hier noch Brief. Für die Leute, die ihn natürlich lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Schlüssel zu Triss Gefangenen. Ah, zu Triss Gefängnis. Das wird gut. Oh, Backe. Dann nichts wie los. Hier gibt's ja noch so viele Sachen, ey. Ich muss die aber erstmal alles hier ignorieren. Oh mein Gott. Hier ist ja auch noch eine Truhe, ne? 17 Orens. Okay, dann nichts wie runter. Ist das hier das Gefängnis? Wir haben die Tür geöffnet. Da ist sie. Geralt? Hast mich wohl nicht erwartet. Machst du Witze? Hier kann man nur den Henker erwarten. Haben sie dich gefoltert? Sie haben alles Mögliche versucht, aber ich habe ihnen nichts gesagt. Als ich mit Vernon in Flotsam aufgebrochen bin, dachte ich nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich weiß, was dich das gekostet hat. Das vergesse ich dir nie, hörst du? Niemals. Oh Mann. Ich konnte dich natürlich nicht im Stich lassen. Für meine Freunde würde ich die halbe Armee Nilfgaards umbringen. Ich weiß, dass du der Loge angehörst, Triss. Woher weißt du von der Loge? Spielt das eine Rolle? Ich weiß auch, dass die Loge hinter dem Mord an Demavent steckt. Geralt, ich... Ich vertraue dir. Ich bin Logenmitglied, das stimmt. So wie 8 andere Zauberinnen. Aber wenn du meinst, dass ich für ihr Handeln verantwortlich bin, irrst du dich gewaltig. Die Loge der Zauberinnen ist längst zum Zwei-Personen-Theater von Sheila und Philippa verkommen. So weit, dass du von den Mordplänen nichts wusstest. So weit, dass ich zu den Versammlungen nicht mehr eingeladen wurde. Warum nicht? Sie trauten mir nicht mehr. Weil du nicht ihrer Meinung warst? 9 Frauen sind sehr selten einer Meinung. Das Problem war... War welches? Ich stand dir nahe. Wenn Sheila irgendwen fürchtet, dann Geralt von Riva. Die Loge tat, als fände sie unsere Freundschaft nützlich. Dann haben sie mich manipuliert und sorgfältig ausgewählte Informationen an dich weitergegeben. Sie haben sich die Tatsachen nach Bedarf zurechtgebogen.
Wir stehen uns immer noch nah. Sie könnten ja so weitermachen. Beleidige mich nicht. Ich glaube dir, selbstverständlich. Beruhige dich, Triss. Renuald Epp Madsen behauptet zwar etwas anderes, aber wenn ich zwischen deinem Wort und dem eines Schurken aus Nilfgaard wählen muss, dann wähle ich deins. Und jetzt sagst du mir, was du weißt. Ich muss endlich die Wahrheit wissen. Nach dem Massaker von Tanith gab es lange kein Gremium für die Zauberer. Wir waren verstreut. Philippa beschloss, eine neue Organisation zu gründen, diesmal im Geheimen. Als ich vereidigt wurde, dachte ich nicht, dass die Loge ihre Pläne auch den eigenen Mitgliedern verheimlichen würde. Wie du weißt, ist Philippa niemand, der sich mit Kleinkram abgibt. Sie fasste den Plan, einen starken Staat zu schaffen, den die Zauberinnen kontrollieren würden. Oh Mann, die Idee ist gut, aber nicht umsetzbar. Große Pläne sind schnell geschmiedet. Die Umsetzung ist ein anderes Kapitel. Philippa und Sheila hat es nie an Begeisterung oder Ideen gemangelt. Um einen starken Staat zu lenken, muss man erstmal einen schaffen. Man braucht einen reichen Landstrich und passende politische Verhältnisse. Und einen willfährigen Herrscherkandidaten. Sheilas Wahl fiel auf das Pontartal, Demavent und Stannis. Oh Mann, kluge Wahl, oder? Das wäre auch meine Wahl gewesen. Demavent hatte nicht das Agentennetz von Henselt oder Radovid. Und auch keine Leute wie unseren lieben Vernon Roche. Auf einer Versammlung habe ich direkt gefragt, wie sie sich den Sturz Demavents denn vorstellen. Danach wurde ich nicht mehr eingeladen. Nach Demavents Tod wuchs mein Misstrauen, aber ich hatte keine Beweise. Philippa wiegelte mich ab. Als du zu deinem Treffen mit Jorvet gegangen warst und Sheila sich um den Kadaver des Kairans kümmerte, konnte ich zum Teil ihr Megaskop prüfen. So habe ich auch erfahren, dass Sheila mit Leto Kontakt gehabt hatte. Was zum Teufel? Schade, dass ich das nicht wusste. Ich will ihr übrigens gar nicht irgendwie überhaupt die Schuld geben, denn ich finde, Triss ist eine gütige Frau und die sollte man auf jeden Fall zu schätzen wissen. Hätte ich das gewusst, könnte jetzt alles anders sein. Leto muss mir in Sheilas Gemach gefolgt sein. Er hat mich zum Teleport nach Vergen gezwungen. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, aggressiv war er nicht. Er sagte in Vergen, dass Sheila sie mit dem Mord an Demavent beauftragt hatte. Die Hexer der Schlangenschule. Gemeinsam mit Sheila haben sie den Anschlag vorbereitet. Wie kommt es, dass er dir davon erzählt hat? Ist das wichtig? Ich finde es seltsam, wenn Verschwörer plötzlich so ehrlich sind. Beim Teleport nach Edirn kam es zu Kommunikationsinterferenzen. Ich habe mir ganz schön wehgetan. Ich wusste, dass Philippa in der Nähe war. Ich wollte zu ihr gehen und reinen Tisch machen. Vielleicht hatte Leto dasselbe vor. Da war nur eine fremde Frau im Haus. Ich dachte, sie wäre Philippas Dienerin oder ihre Geliebte. Bevor ich irgendwas sagen konnte, wurde ich mittels Magie überwältigt. Ich hatte keinen Angriff erwartet. Ich kann dir den Schmerz bei der Kompression nicht beschreiben. Als würden einem alle Knochen gebrochen. Die Dekompression ist noch schlimmer. Philippa wusste nicht, dass ihre Geliebte eine Spionin aus Nilfgaard war. Ich wurde nach Lokmuin gebracht. Asira hat mich dekomprimiert. Dann wurde sie ermordet. Schillard hat mich verhört, aber nichts erfahren. Wenn du nicht gekommen wärst, die hätten mich gevierteilt. Es ist mir erst hier im Kerker gelungen, mir einen Reim auf alles zu machen. Und du weißt nun Bescheid. Na und wie? Das mussten erstmal natürlich reichen. Ach du Scheiße. Ja und die Frage, wer hat König Foltest getötet? Wir wissen ja eigentlich, wer den getötet hat. Das war definitiv Leto. Das genügt mir fürs Erste. Beim Gipfel erfahren wir mehr. Du willst dahin? Du hast vergessen, wie die Welt vor dem Massaker von Tanith ausgesehen hat. Ich weiß, wie die Welt vor dem Massaker von Tanith ausgesehen hat. Heißt das du? Wir reden später über mein Gedächtnis. In Ordnung. Wenn es den Rat und die Kammer gegeben hätte, wäre es nie zu den Königsmorden gekommen. Es gäbe auch nicht dauernd Pogrome. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Einrichtungen zu erneuern. Die können wir doch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Die Regulierung der Beziehungen zwischen den Herrschern und den Zauberern in der Beraterrolle ist die einzige Chance auf Frieden. Und auf das Ende der Loge. Die Loge ist schon am Ende. Wenn die Könige erfahren, dass sie hinter den Morden stand, gibt es eine Hexenjagd. Das könnten wir verhindern. Die Schuldigen sollen bestraft werden, nicht alle.
Ich gehe also hin und sage aus, was ich über die Umtriebe von Philippa Eilhardt und Sheila de Tankerville weiß. Dann lass uns gehen. Und weiter geht's. Flieh mit Triss aus dem Lager der Nilfgaarder. Dankeschön. Das kann was werden. Aber Dalli. Wo lang müssen wir überhaupt? Ich glaube, diesen Weg hier. Oder? Nee, das ist falsch. Diese Nilfgaarder. Warst du das? Sie haben ihrem Anführer zu blind vertraut. Du hast sie alle getötet? Sie selbst waren es jedenfalls nicht. Wenn die nur wüsste. Komm, Triss, komm. Schnell raus hier. Alle umgebracht. Hier sind noch 20 Orens. Kann ich auch noch alles gleich mitnehmen. Nichts wie raus. Die Tür war sogar abgeschlossen, habe ich gerade gesehen, oder? Okay, flieh mit Triss aus dem Lager der Nilfgaarder. Sind wir jetzt? Trennen wir uns hier. Okay. Ich will dich nicht wieder verlieren. Das ist natürlich etwas, was stimmt. Das sage ich jetzt auch mal. Triss? Ja? Ich möchte dich kein zweites Mal aus einem solchen Chaos zerren müssen. Mach dir keine Sorgen. Ich komme zurecht. Wir sehen uns bei den Beratungen. Gut. Wie geil ist das denn, Mann? Okay. Geh zu den Verhandlungen. Und ein Level aufgestiegen. Wie geil sieht das denn bitte alles aus? Das ist einfach nur so geil gemacht hier. Triss Merigold gerettet. Gibt es hier irgendwo Waffen oder so? Komm schon. Erkunden wir mal das Ganze. Geh zu den Verhandlungen. Weißer Bär? Weiße Krähe? Es war doch was Weißes. Ich bin ein weißer Wolf, du Hampelmann. Ich grüße dich. Stürzt die Türme. Was? Ey, verkaufen die mir nix oder was? Wer ist sie? Hier ist eine Nutte? Langweilig. Ich glaub schon. Na gut. Die Fledermaus, die Eule, die Ratte. Und was macht der irre? Und die Kröte. Ach du Scheiße. Heiliger. Gut, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play The Witcher 2, wenn wir bei den Verhandlungen sind. Und ab da geht's dann weiter. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Sehr gespannt. Was passiert als nächstes?